Der Freiburger Weihnachtsmarkt wird immer beliebter, vor allem bei Besuchern aus dem Ausland. Seit Beginn des Weihnachtsmarkts ist die Zahl der Passanten in der Rathausgasse um 30% gestiegen. Vom 3. bis 14. Dezember wurden in Freiburg mehr als 1000 Reisebusse gezählt. Fast die Hälfte kam aus dem Ausland, besonders aus der Schweiz, Frankreich und Italien. Wir gehen davon aus, dass die Einbettung des Weihnachtsmarktes in die Stadt, in die historische Altstadt, einen besonderen Reiz angeht. Außerdem liegen natürlich die Länder wie Italien, Frankreich, Schweiz. Da ist für viele Freiburg der erste Weihnachtsmarkt, der erste große Weihnachtsmarkt in Deutschland. Und die Weihnachtsmarktkultur Deutschlands hat sich im europäischen Ausland herumgesprochen. Und so sucht man eben gute Weihnachtsmärkte. Der Freiburger Weihnachtsmarkt geht noch bis zum 23. Dezember. Insgesamt rechnet die FWTM mit rund einer 500.000 Besuchern.